In diesem Sommer war ich für 10 Wochen in Ladakh. Das ist der indische Himalaya. Es wird auch Kleintibet genannt, weil es gehört eigentlich zum tibetischen Kulturkreis. Es war nicht meine erste Reise dorthin. Und schon früher hatte ich festgestellt, dass die Leute in Ladakh und in Burma sehr ähnlich sind. Nämlich sehr freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit, großherzig und auch sehr gastfreundlich. In beiden Ländern oder Gebieten ist der Buddhismus schon seit vielen Jahrhunderten etabliert. Und was auch interessant ist, ist, dass die Sprachen, also Tibetisch, Ladakhi und die burmesische Sprache, auf die gleiche Wurzel zurückgehen. Als ich in Ladakh war, habe ich wieder einmal reflektiert. Was ist die gemeinsame Grundlage des Buddhismus in der tibetischen Richtung und in der burmesischen Richtung? Oder was sind die Gemeinsamkeiten des Buddhismus im Mahayana, wozu die tibetische Richtung dazugehört, und Theravada? Da gehören Burma, Thailand, Sri Lanka dazu. Auch der Dalai Lama versucht immer wieder, das Gemeinsame der verschiedenen buddhistischen Richtungen hervorzuheben. Oder er versucht sogar, die Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Religionen zu finden und hervorzuheben. Nicht immer nur auf den Unterschieden herumzureiten und darüber zu streiten. Der Buddha hatte ja sehr, sehr viele Belehrungen gegeben. Seine Lehren sind sehr umfangreich und sehr vielfältig. Es sind auch Lehren, die das ganze Leben umfassen. Keine Aspekte sind da ausgelassen. Der Buddha sprach zum Beispiel über Ethik, über Großzügigkeit, über die Herzens- und Geistesschulung, oder er sprach über den Wert von Geduld und Toleranz. Natürlich sprach er über die Befreiung, auch über die verschiedenen Vertiefungsstufen. Er sprach natürlich über Dukkha, das nagende Unbehagen oder Unzufriedenheit und seine Ursachen. Oder der Buddha sagte auch, dass man beim Essen keine schmatzenden Geräusche machen solle. Oder dass man den Löffel nicht zu voll beladen solle. Das hat er seinen Nonnen und Mönchen gesagt. Das ist in den Ordensregeln der Nonnen und Mönche enthalten. Oder der Buddha hatte auch erklärt, wie ein Kind gezeugt wird. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Er sagte, die Empfängnis eines Embryos findet statt, wenn drei Dinge zusammenkommen. Wenn die Vereinigung von Vater und Mutter stattfindet, wenn die Mutter ihre fruchtbaren Tage hat und das Wesen, das wiedergeboren werden soll, anwesend ist. Also das muss man so verstehen, wenn das Bewusstsein dieses Wesens anwesend ist. Alles, was der Buddha gelehrt und gesagt hatte, finden wir in der sogenannten Tipitaka. Tipitaka, das heißt wörtlich drei Körbe. Und als dann die Lehren des Buddhas nach einigen Jahrhunderten, nachdem er gestorben war, aufgeschrieben wurden, sie wurden auf Palmblätter geschrieben, da wurden diese Palmblätter in drei Körben aufbewahrt. Einer der Körbe umfasste die Lehrreden des Buddha, ein zweiter Korb umfasste alle Ordensregeln für die Mönche und die Nonnen. Und der dritte Korb umfasste die Lehre des Abhidhamma, was manchmal auch als buddhistische Psychologie umschrieben wird. Im heutigen Vortrag werde ich versuchen, euch einerseits eine Idee zu geben, wie umfangreich, wie vielfältig und komplex die Lehre des Buddha ist.
Und andererseits möchte ich auch aufzeigen, wie simpel oder wie einfach und geradlinig seine Lehre ist. Und daneben geht es mir eben auch um die Gemeinsamkeiten der verschiedenen buddhistischen Richtungen. Beginnen wir mit etwas Einfachem. Der Buddha sagte, zwei Dinge lehre ich, Unzulänglichkeit oder Leid und das Ende der Unzulänglichkeit oder des Leides. Oder mit dem Pali-Wort, zwei Dinge lehre ich, Dukkha und das Ende von Dukkha. Dukkha, das ist ein zentraler Begriff in der Lehre des Buddha. Dukkha hat eine große Bandbreite von möglichen Übersetzungen. Kann übersetzt werden eben mit Unzulänglichkeit, mit Unzufriedenheit, mit Leid, Stress oder ein Wort, das mir eigentlich auch gut gefällt, mit Unbehagen, wenn uns etwas nicht behagt. Der Buddha zeigte also auf, wie Dukkha entsteht, das heißt, zeigte auf, welche seine Ursachen sind, und er zeigte auf, wie wir uns von Dukkha befreien können, nämlich indem wir die Ursachen beseitigen. Und von Dukkha befreit zu sein, das bedeutet, glücklich und zufrieden zu sein. Also Dukkha, seine Ursachen, sein Ende und der Weg zum Ende von Dukkha, das sind, kurz gesagt, die vier edlen oder befreienden Wahrheiten, ganz zentral in der buddhistischen Lehre. Etwas anderes, Einfaches, oder das wie eine Zusammenfassung der Lehre des Buddha verstanden werden kann. Und zwar ist es ein Vers aus dem Dhammapada, eine Sammlung von Belehrungen des Buddha in Versform. Und in diesem Vers heißt es, Gutes tun, Schlechtes vermeiden, das Herz und den Geist läutern. Das ist die Lehre aller Buddhas. Also ich denke, das tönt ja wirklich nicht sehr kompliziert. Doch dann stellen sich die Fragen, was bedeutet Gutes tun? Was bedeutet es, Schlechtes vermeiden? Oder wie kann ich mein Herz, meinen Geist läutern? Und wenn wir dann diesen Fragen nachgehen, wird es schon etwas komplexer und schwieriger. Und dann, in der letzten Zeile dieses Verses, heißt es ja auch noch, das ist die Lehre aller Buddhas. Also es wird nicht nur von einem Buddha gesprochen, sondern von Buddhas. Es wird gesagt, dass immer wieder mal, so von Zeit zu Zeit, ein Buddha in der Welt auftaucht. Das heißt, immer wenn das Dhamma oder eben die befreiende Lehre wieder verloren gegangen ist, nicht mehr da ist in der Welt, dann taucht dann wieder ein Buddha auf, um diese Lehre wieder zu verbreiten. Dann eine weitere einfache und ganz natürliche Grundlage, welche die Lehre des Buddha kennzeichnet, das ist die Kausalität oder Ursache und Wirkung. Und kurz nach seinem vollständigen Erwachen, da erkannte der Buddha, wie er sagte, wenn dieses ist, dann ist auch jenes. Das Entstehen von diesem erzeugt das Entstehen von jenem. Wenn dieses nicht ist, dann ist jenes auch nicht. Das Vergehen von diesem erzeugt das Vergehen von jenem. Ursache und Wirkung, Kausalität. Der ehrwürdige Sariputta war einer der Hauptschüler des Buddha. Daneben gab es noch den ehrwürdigen Moggallana. Und diese beiden
waren Jugendfreunde und sie waren auf der Suche nach einem spirituellen Lehrer. Und eines Tages sah Upatissa, das war dann der spätere Sariputta, einen Mönch gelassenen Schrittes und mit heiteren Gesichtszügen daherkommen. Er war sehr beeindruckt von der Erscheinung dieses Mönches und so ging er zu ihm hin und fragte, wer sein Lehrer sei und welcher Lehre er folgen würde. Und dieser Mönch antwortete, der Buddha ist mein Lehrer, aber da ich noch nicht lange Mönch in diesem Orden bin, kenne ich die Lehre des Buddha noch nicht sehr gut. Aber der Buddha sagt sehr oft, Dinge entstehen aufgrund von Ursachen. Und diese Ursachen habe ich erkannt. Upatissa war sehr beeindruckt von dieser kurzen und prägnanten Darlegung der Lehre Buddhas. Und da seine Weisheitsparami sehr fortgeschritten waren, verwirklichte er gleich die erste Stufe des Erwachens beim Hören dieses Statements. Also diese grundlegende Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung gilt es zu verstehen. Natürlich neben anderen vielen universellen Gesetzmäßigkeiten. In der Lehre des Buddha geht es wirklich ums Verstehen, ums Erkennen, und zwar aufgrund von persönlicher und direkter Erfahrung. Auch bei den vier edlen oder befreienden Wahrheiten gilt es, Dukkha zu verstehen. Der Buddha sagte nicht nur, dass Dukkha Leidhaftigkeit, Unbehagen, Unzufriedenheit in unserem Leben besteht, sondern er sagte auch, was wir damit tun müssen, dass uns das irgendwas nützt, damit uns das frei macht. Und in Bezug auf Dukkha sagte der Buddha, dass wir das gründlich erkennen, tiefgründig verstehen müssen. Überhaupt in der Lehre des Buddha geht es nicht um blindes Annehmen von irgendwelchen Glaubenssätzen. Der Buddha wollte immer, dass wir seine Aussagen selbst überprüfen und erst dann zustimmen. Eine sehr bekannte Vertreterin von Ursache und Wirkung ist Kamma oder Karma auf Sanskrit. Ursache und Wirkung und Kamma, die sind unzertrennbar. Kamma bedeutet keine fantasievollen Ideen über ein eventuell vergangenes Leben in Tibet. Kamma ist einfach das Gesetz von Ursache und Wirkung auf der ethischen Ebene. Wenn man einen Apfelsamen pflanzt, kriegt man einen Apfelbaum und nicht einen Birnbaum. Kamma, dieses Wort, bedeutet schlichtweg Tat, Handlung. Und in der Lehre des Buddha meint das immer die absichtlichen oder willentlichen Handlungen, die wir ausführen. Es können Handlungen des Körpers sein, Handlungen der Rede oder Handlungen, Taten im Geist, Gedanken. Also willentliche Handlungen erzeugen Wirkungen oder Resultate. Und diese Wirkungen oder diese Resultate fallen auf uns zurück. Wir sind die Erben unserer Taten. Wir sind die Eigner unserer Handlungen. Und dazu kommt, wenn wir Hass oder Gier ausleben, so erzeugt das, sagen wir, ein negatives oder ein vergiftetes Energiefeld in uns und um uns herum. Und folglich wird die Welt entsprechend antworten, darauf reagieren. Andererseits, wenn wir Eigenschaften wie Geduld oder Herzensgüte praktizieren,
dann erzeugt das ein positives Energiefeld in uns, um uns herum. Und auch da wird die Welt entsprechend reagieren oder antworten. Dazu eine kurze Geschichte. Ein Mann hält an einer Tankstelle und lässt sein Auto auftanken. Das war noch zu einer Zeit, als die Tankstellen bedient waren. Der Autofahrer fragt den Tankwart, wie die Leute in seiner Stadt seien. Und der Tankwart fragt zurück, na sagen Sie, wie sind dann die Leute in Ihrer Stadt, wo Sie wohnen? Und der Mann sagt, ach, die Leute in meiner Stadt, die sind unhöflich und mürrisch, sie sind überhaupt nicht hilfsbereit. Und da sagt der Tankwart, ja, auch hier in dieser Stadt werden Sie wohl solche Leute antreffen. Eine Weile später kommt ein anderes Auto, anderer Mann steigt aus und stellt die gleiche Frage. Und der Tankwart fragt wieder zurück, na sagen Sie mal, was für Leute befinden sich dann in Ihrer Stadt, wo Sie wohnen? Und dieser Mann sagt, ach, die Leute in meiner Stadt, die sind sehr höflich und freundlich und sie sind auch ganz hilfsbereit. Und darauf sagte der Tankwart, ja, solche Leute werden Sie auch in dieser Stadt antreffen. Diese Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, sie ist auch die Grundlage für die Lehre der abhängigen Entstehung. Und diese Lehre zeigt die Bedingtheit oder die abhängige Natur aller Phänomene. Also die abhängige Natur aller körperlichen Daseinsphänomene, die abhängige bedingte Natur aller geistigen Daseinsphänomene. Diese abhängige Entstehung zeigt auf, dass alle diese Phänomene in einem Verhältnis zueinander sind. Sie stehen in irgendeiner Beziehung zueinander. Die bekannte Lehre der abhängigen Entstehung hat 12 Glieder. Es gibt auch eine weniger bekannte Lehre mit nur 7 Gliedern. Mit dieser umfassenderen abhängigen Entstehung mit den 12 Gliedern, da zeigt der Buddha auf, ganz kurz und grob gesagt, wie eben durch die Unwissenheit bedingt, also durch das Nichtwissen, schlussendlich Leid, Kummer und Schmerz, die ganze Masse von Dukkha entsteht. In der tibetisch-buddhistischen Tradition sieht man diese bedingte Entstehung oft bildlich dargestellt. Praktisch in jedem Kloster findet man die Darstellung im Eingangsbereich des Klosters. Wie gesagt, im Sommer war ich in Ladakh, habe da viele Klöster besucht, bin in der tibetisch-buddhistischen Richtung und ich habe da ganz viele verschiedene Darstellungen davon gesehen. Es wird auch das Lebensrad genannt. Das ist so ein Rad, ein Kreis mit ein paar konzentrischen Kreisen. Und im äußersten Kreis sind eben diese 12 Glieder der abhängigen Entstehung bildlich dargestellt. Dann ein Kreis weiter innen finden wir die 6 Daseinsbereiche der Lebewesen. Wieder einen Kreis weiter innen findet man aufsteigende Menschen in der einen Hälfte, absteigende, fallende Menschen in der anderen Hälfte. Und zu innerst, im Zentrum, hat 3 Tiere, nämlich einen Hahn, eine Schlange und ein Schwein. Und die stehen für die 3 Grundübel. Also die stehen für Gier, Hass und Verblendung. Kommen wir nochmals zurück auf diesen Vers des Dhammapada. Also Gutes tun, Schlechtes vermeiden, das Herz und den Geist läutern, das ist die Lehre aller Buddhas. Tönt einfach, nicht wahr? Aber eben, was ist damit gemeint? Was verstand der Buddha unter
Gutes tun. Also Gutes tun, das sind Taten, die etwas Gutes und Heilsames bewirken, und zwar für uns und andere. Schlechtes vermeiden, das sind Taten vermeiden, die eben verletzend sind oder Leid erzeugen. Auch da wieder, sowohl für uns als auch für andere. Das heißt also, es gibt einen Unterschied zwischen guten oder heilsamen Taten und schlechten und unheilsamen Taten. Und der Buddha sprach eben dann von heilsam und unheilsam. Und aufgrund dieser Gesetzmäßigkeit von Ursache und Wirkung, da erzeugen gute, heilsame Taten entsprechend gute, heilsame Resultate. Und ebenso mit schlechten, unheilsamen Taten, die leidbringende, unheilsame Resultate erzeugen. Auch da wieder, ein Apfelsame erzeugt einen Apfelbaum und nicht ein Mangobaum. Es ist eigentlich töricht zu glauben, dass sich verletzende oder eben unheilsame Handlungen in guten, angenehmen Resultaten auswirken würden. Und doch sind wir manchmal noch davon überzeugt, dass es sich dann doch zum Guten wenden würde. Der Buddha sagte ganz klipp und klar, was heilsam ist und was unheilsam ist. Und er sagte das ganz klar in Bezug auf Handlungen des Körpers und der Rede, aber auch in Bezug auf Geisteszustände, Gedanken, Emotionen. In Bezug auf die körperlichen und sprachlichen Handlungen finden wir zum Beispiel im achtfachen Pfad eine Auflistung von sogenannten heilsamen, guten Handlungen. Dort nennt sie der Buddha rechte Rede, rechte Handlung und rechter Lebenserwerb. Oder auch die 5 ethischen Richtlinien, auch die geben uns einen verlässlichen Rahmen für heilsames, nicht verletzendes Handeln. In diesen ethischen Richtlinien wird zwar explizit gesagt, was wir nicht tun sollen, was wir unterlassen sollen, aber implizit werden damit eben heilsame Verhaltensweisen gemeint. Andere heilsame Verhaltensweisen oder Geisteszustände sind die sogenannten 4 Brahma-Viharas. Das sind 4 Herzens-, Geisteseigenschaften, die eben heilsam sind, die förderlich sind für ein harmonisches Zusammenleben mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen. Diese 4 Herzenseigenschaften der Brahma-Viharas sind liebevolle Güte, Metta. Dann zweite Eigenschaft ist Mitgefühl, dann mit Freude und heitere Gelassenheit. Mit diesen 4 Herzenseigenschaften können wir auf all die freudigen und traurigen Ereignisse des Lebens angemessen reagieren. Das heißt, die helfen uns nicht in negative und unheilsame Emotionen oder Reaktionen zu verfallen. Und somit können wir eine positive innere Haltung bewahren. Für mich sind diese 4 Herzenseigenschaften äußerst wichtig und bedeutsam. Und zwar nicht nur in der formalen Meditationspraxis, sondern gerade eben auch im täglichen Leben, im Umgang mit anderen Menschen, mit anderen Lebewesen. Der Buddha hat uns ermuntert, Gutes zu tun, aber das Gute eben fällt nicht einfach so vom Himmel. Es entsteht nicht von alleine. Um etwas Gutes zu tun, das Gutes zu erzeugen, müssen wir das Gute pflegen und entfalten. Wie gesagt, wenn wir einen Apfelbaum möchten,
dann stecken wir einen Apfelsamen in die Erde. Und dann kümmern wir uns um ihn. Wir gießen ihn, wir jäten und wir halten die Schädlinge fern. Und ebenso müssen wir uns um unser körperliches und geistiges, seelisches Wohlergehen kümmern. Etwas dafür tun. Um freier zu werden, weiser zu werden, mitfühlender und gütiger, ja, müssen wir gute, heilsame, förderliche Eigenschaften kultivieren, stärken, entfalten. Und es gibt eine Gruppe von Eigenschaften, die werden die Erwachensfaktoren genannt. Also 7 Eigenschaften, die, wenn sie geübt, gestärkt, entfaltet werden, dann schrittweise zum Erwachen, zum vollständigen Erwachen führen. Ich nenne sie einfach mal so, damit ihr eine Ahnung habt. Das sind Achtsamkeit, Ergründung des Dhamma, Bemühung, Verzückung, Gestilltheit, Sammlung und Gelassenheit. Eine andere Gruppe von Herzens- und Geisteszuständen, die auf dem Weg zum Erwachen, zur Befreiung entfaltet, geübt werden sollen, ist eine Gruppe, die 5 geistigen Fähigkeiten genannt wird. Diese 5 geistigen Fähigkeiten, die sind Vertrauen, Bemühung, Achtsamkeit, Sammlung und Weisheit. Und jetzt ist euch vielleicht aufgefallen, dass einige dieser Eigenschaften schon bei der anderen Gruppe, bei den Erwachensfaktoren dabei waren. Also die Achtsamkeit oder Sammlung oder die Bemühung. Diese Eigenschaften sind in beiden Gruppen enthalten. Und für mich zeigt das ganz unmissverständlich, dass eben diese Eigenschaften unerlässlich sind, um das Herz, den Geist in die richtige Richtung zu lenken. Also in die Richtung des Erwachens, in die Richtung der Befreiung. Frei sein von Dukkha, von allem, was mir nicht behagt, was leidvoll ist. Dieses Entfalten und Kultivieren von heilsamen Eigenschaften, das braucht Zeit, Geduld und Ausdauer. Als der Dalai Lama einmal gefragt wurde, wie man den spirituellen Fortschritt messen könne, da sagte er: Nun, lass dir ein wenig Zeit, vielleicht 10, 15 Jahre. Dann schau, ob in deinem Leben eine positive Veränderung zu erkennen ist. Wenn es um die Unterscheidung von heilsamen und unheilsamen Herzens- und Geisteszuständen geht, so können wir uns an das Abhidhamma wenden, eben buddhistische Psychologie. Dort in diesen Schriften sind sie fein, säuberlich kategorisiert und aufgelistet. Das Abhidhamma ist so etwas für Liebhaber von Kategorien, von Zahlen und Listen. Es untersucht und kategorisiert die körperlichen und geistigen Phänomene bis ins allerkleinste Detail. Oder es ist wie eine mikroskopische Analyse aller Daseinsphänomene und sie zeigt auf, wie diese Phänomene zueinander im Verhältnis stehen und wie sie sich gegenseitig bedingen. In Burma zum Beispiel wird sehr großer Wert auf das Abhidhamma, die Lehren des Abhidhamma gelegt. Wird auch sehr großer Wert aufs Auswendiglernen gelegt. Also die Schriften zu studieren, heißt eigentlich, das auswendig zu lernen. Sayadaw Unnandamala ist ein Mönch und ein berühmter und hochrespektierter Abhidhamma-Lehrer in Burma. Und er muss ein phänomenales Gedächtnis haben. In jungen Jahren
bevor er nach Sri Lanka ging, um dort Englisch zu studieren, lernte er einfach mal so zur Grundlage ein englisches Wörterbuch auswendig. Er gibt Abhidhamma-Kurse, also für westliche Leute. Früher kam er oft nach Deutschland, jetzt nicht mehr so viel, aber gibt immer noch Kurse in Burma. Und er hat irgendwie erkannt, dass wir im Westen nicht so begabt sind mit auswendig lernen. Viele von uns. Und eine Freundin von mir hat einen Kurs mit ihm gemacht und eines Tages hat er dann die Teilnehmenden aufgefordert, für morgen bitte lernt doch diese Liste mit den 10 Kilesas auswendig. Es sind ja nur 10. Ja, die Kilesas, ein anderes Wort aus der Pali-Sprache. Kilesas ist das Wort für Geisteszustände, die das Herz und den Geist trüben und täuschen. Und somit Dukkha in ganz vielen Variationen hervorrufen. Man kann auch diese Kilesas in 3 Hauptkategorien unterteilen. Und das sind dann Lobha, Dosa und Moha. Lobha steht für Gier, Verlangen, Anhaftung. Dosa steht für Wut, Hass, Aversion, Feindseligkeit. Und Moha ist Nichtwissen oder Unwissenheit, Verblendung. Diese 3 Hauptkategorien der Kilesas, ich nenne sie die 3 Schurken, weil die können unser Leben ganz schön vermiesen. Und diese Kilesas, das sind unheilsame Herzens- und Geisteszustände. Es gilt also, diese zu erkennen, zu schwächen und schließlich ganz auszumerzen. Und wenn die Kilesas nicht mehr vorhanden sind, können sie auch keine Wirkung mehr erzeugen. Also wenn wir keinen Apfelsamen in die Erde stecken, kriegen wir auch keinen Apfelbaum. Neben diesen 3 Hauptkilesas, Geistestrübungen, gibt es noch eine große Anzahl weiterer Schurken. Das sind dann Herzensgeisteszustände, Emotionen wie Ärger, Begehren, Neid, Hass, Anhaften, Eifersucht, Dünkel, Hintertragen, Ruhelosigkeit oder falsche Ansichten. Oder eine andere Untergruppe dieser Kilesas ist eine Gruppe, die heißt die 5 Hemmnisse. Und diese treffen wir nämlich sehr oft an beim Meditieren, aber auch im täglichen Leben. Ich nenne sie einfach mal, wir werden auch darauf eingehen und das genauer erläutern. Also diese 5 Hemmnisse sind Gier, Verlangen in allen Formen, Hass, Aversion, Abneigung, dann Schläfrigkeit oder geistige Starrheit, Mattheit, dann Ruhelosigkeit, Reue, Besorgnis und Zweifel, skeptische Zweifel. Und diese Kilesas, Geistestrübungen, die erzeugen unmittelbares Dukkha. Also Schmerz, Kummer, Leid, Sorge, Unbehagen, Unzufriedenheit. Und andererseits erzeugen sie eben auch unheilsames Karma, weil es sind unheilsame, absichtliche, willentliche Handlungen. Und die werden sich früher oder später eben auswirken, auch als irgendeine Form von Dukkha. Ja, Dukkha ist omnipräsent in uns, um uns herum. Oder gibt es hier irgendjemand, der noch nie mit Dukkha konfrontiert wurde? Ach, bin ich aber erleichtert. Also auch der Buddha hat immer noch Dukkha angetroffen, hat körperlich gelitten, Rückenschmerzen gehabt oder Kopfschmerzen. Aber wie wir dann mit dem Dukkha umgehen, darauf kommt es dann an. Ganz aus der Welt schaffen können wir es nicht.
aber eben es gilt, Dukkha zu verstehen, tiefgründig zu sehen, was es ist und was wir machen können oder eben nicht. Eben Dukkha ist omnipräsent, ist schmerzhaft, unangenehm, das wollen wir nicht. Eigentlich möchten wir es ja schon gerne loshaben, dieses Dukkha. Wir möchten die Sorge, den Kummer loshaben, den Schmerz, das Unbehagen. Auch wenn wir es immer wieder versuchen, so gelingt es uns doch nie wirklich vollständig. Und so erkennen wir, dass wir nicht die absolute Kontrolle über unser Leben haben, die wir eigentlich gerne hätten. Ein tibetischer Lehrer formulierte es so: Wenn es heißt, dass wir in der bedingten Art unseres Daseins keine Kontrolle über unser Schicksal haben, bedeutet das nicht, dass alles, was uns passiert, in der Macht von irgendeinem anderen Wesen liegt, sondern es bedeutet, dass die Erfahrungen und unser Schicksal nicht unseren Wünschen folgen, sondern unseren Handlungen. Das ist die Bedeutung des bedingten Daseins. Die Erfahrungen laufen nicht nach unseren Wünschen ab, sondern als Wirkungen unserer Handlungen. Naja, und da sind wir wieder beim Gesetz von Ursache und Wirkung. Und das Verständnis von Ursache und Wirkung ebnet auch den Weg zum Verständnis von Anatta. Ein anderes Wort aus der Pali-Sprache, Anatta als Nicht-Selbst oder Unpersönlichkeit. Der Buddha hat gesehen, herausgefunden, dass es kein Atta, kein Ich, kein Selbst in diesem ganzen Prozess des Körper und Geistes braucht. In diesem Prozess des abhängigen Entstehens gibt es einfach natürliche, unpersönliche Vorgänge, die den universellen Gesetzmäßigkeiten folgen. Und eben das ist die Krux. Sie folgen nicht unseren Wünschen und Vorstellungen. Leider. Also eben Anatta bedeutet wörtlich nicht selbst. Und diese Unpersönlichkeit ist eines der drei Daseinsmerkmale. Dukkha ist das zweite Daseinsmerkmal. Das haben wir schon kennengelernt. Und daneben erkennen wir, dass nichts wirklich andauert oder ewig besteht. Im Gegenteil, die Dinge verändern sich, sie wechseln. Nichts ist ewig. Und diese Veränderung, Wechsel oder Unbeständigkeit, das ist ein integraler Teil unseres Lebens. Und das wird Anicca genannt. Anicca als drittes Daseinsmerkmal, Unbeständigkeit, Vergänglichkeit, Wechsel. Schon in seiner allerersten Lehrrede sagte der Buddha, was auch immer dem Entstehen unterliegt, unterliegt auch dem Vergehen. Anicca. Ich werde immer wieder gefragt, wer oder was erlebt dann diese Vorgänge als vergänglich, als leidhaft und unpersönlich? Die kurze Antwort darauf ist, niemand, nichts. Es gibt da keine eigenständige Person oder kein aus sich selbst heraus bestehendes Selbst, welches diese natürlichen Daseinsvorgänge erfahrt. Was es dem Buddha zufolge gibt, das sind eben diese sich stets wandelnden Daseinsvorgänge der fünf verschiedenen Daseinsgruppen. Helmut Hecker, ein deutscher Buddhist, der kürzlich verstorben ist, sagte es so treffend: Das Bewusstsein ist es, das aus dem Auge lugt und schielt und glotzt und stiert. Also eben nicht ich schaue, sondern das Sehbewusstsein sieht Dinge, das glotzt und stiert. Die Lehre von der bedingten Entstehung oder abhängigen Entstehung und
Anatta, die gehen Hand in Hand. Das sind wie die zwei Seiten einer Münze. In der tibetisch-buddhistischen Tradition wird nicht so sehr von Anatta gesprochen, sondern sie sprechen vielmehr über Shunyata. Oder das Pali-Wort ist Sunyata. Shunyata bedeutet Leerheit. Aber eben Leerheit als Ausdruck des bedingten Entstehens. Leerheit als Ausdruck von wechselseitiger Abhängigkeit. Leerheit oder Leersein, das bedeutet Leersein von einer eigenständigen oder unabhängigen Entität. Oder leer von einer aus sich bestehenden Seele. Oder leer von einer unveränderlichen Persönlichkeit. Ist so wie einen Baum von zwei Seiten anschauen. Die tibetische Tradition sieht mehr so diesen Leerheitsaspekt, Sunyata. In der Theravada-Tradition mehr dieses Unpersönliche, kein Selbst. Aber eigentlich dasselbe. So als kleine Anmerkung, dieses Wort Sunyata, Leerheit, kommt natürlich schon in den alten Pali-Schriften vor. Also auch in der Theravada-Tradition wird das gebraucht und gelehrt. So, das wäre eine kleine Auslegeordnung der buddhistischen Lehre gewesen. Wie schon gesagt, sie ist weit davon entfernt, vollständig oder umfassend zu sein. Aber alle Punkte, die ich jetzt erwähnt habe in diesem Vortrag, finden sich in allen buddhistischen Richtungen, allen buddhistischen Schulen, weil das sind doch sehr zentrale Punkte oder Aspekte.